Finde den Schwarzstein, Steinbruch. Ein Stein war doppelt, das müssen wir leider abziehen. Ein Stein war Dali, doppelt? Dali. Ja, ein Stein war doppelt. Albert und sein Bruder, sein dummer Bruder Alfons Einstein. Alfons, der hat unter dem Doppler-Effekt gelitten. So, zum Thema Physik, wann anders mehr? Oh, es gibt eine neue Fähigkeit. Ja, einen Punkt. Ach so, ja, das wird aber nicht langer, oder? Ja, so eine Basisfähigkeit kannst du damit, glaube ich, oder? Mehr Schild. Ich hebe mir die, glaube ich, lieber auf. Psi-Schlag benutzt man nicht und Schild benutzt man auch nicht. Ja, dann heben wir es mal auf. Ja, ich beame mich da mal in die Nähe. Wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Wir haben alles vergessen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal zur Hochofenkammer und schau mal, ob wir da in diesen Blackrock-Steinbruch reinkommen. Du bist aber jetzt gerade bei NSC-Kühlpumpen. Ach, nee, da unten. Ich bin da unten. Genau. Gut. Richtig. Blackrock ist der coolere Name. Den kennen wir aus World of Warcraft. Und Ultima tatsächlich. Heißt der nicht Blackthorn? Blackgate. So. Aus Blackrock. Nee, vielleicht kennt man es gar nicht aus Ultima. Ist ja auch wurscht. Wir müssen. Moment. Aus der Hochofenkammer müssen wir da rein, oder? Ich mache die Karte auf. Ja, genau. Und da müsste es eigentlich einen Eingang geben. Oh, ist das grell. Schön. Für alle die, die gesagt haben, stellt das mal anders ein, damit es flüssig läuft, habe ich alles probiert. Es läuft bei uns ja auch flüssig, nur bei euch nicht. Also, ach so, das ist wohl eher der Ausgang. Das ist wieder der Scheißesturm. Der Shitstorm. Aber schön ist das schon. Der Scheißesturm. Ja. Ja, vermute ich dann vielleicht doch über den Mittelgang, weil da war auch schon mal ein Schild in Richtung... Schwarzstein. Wahrscheinlich waren wir da auch in der letzten Folge schon. Wir haben es nur wieder vergessen, weil es ist ja auch schon fast eine Woche her. Geh mal in die Mitte, zu Ende, wo NSC Energiequelle steht. Da. Da ist Hammer. Ja. Und jetzt quasi dann eher da nach Richtung Westen. Genau, da geradeaus durch. Richtung stimmt, es war aber kein Schild zum Blackrock. Da jetzt quasi einfach geradeaus runter, geht es nicht. Central Maintenance. Machen wir die Map kurz auf. Das ist schon feucht. Da links irgendwo. Ich glaube, das wäre auch eine Abfahrt früher gewesen. Da ist halt auch nichts, ne? Vielleicht durchs Rohr durch. Waren wir da schon und sind irgendwie... Geil, der Schatten von dem Typen, ey. Schau doch nochmal kurz, da war noch eben so Wegweiser, stand da gar nichts von dem Blackrock. Mussten wir nicht durch dieses komische Portal-Dings da? Ah ne, hier sind die Coolant Pumps, aber da... Ich drück immer das Falsche, so. Also... Finde den Schwarzsteinsteinbruch. Das heißt zumindest schon mal, dass es gar nicht so einfach ist, den zu finden. Korrekt. Vielleicht muss ich doch irgendwie nach oben. Gibt's hier einen oben? Ja, oben. Da vielleicht. Ja, wie soll man da hochkommen? Ja, das sieht gut aus. Das weiß ich nicht, weil mir das wurscht ist. Schau, was steht denn da drauf? Schau, auf dem Schild da. Das wird jetzt wieder so eine Suchfolge, ich merk's schon. Ah, ich erinnere mich, glaube ich, echt falsch dran. Ich meine, das Spiel hätte eigentlich, weil das ja so ein Shifting-Gebäude sein soll, hätte so eine besondere Methode, dass es einen immer automatisch dahin leitet, wo man hin muss. Ich glaube, das hast du dir gewünscht. Ja, das habe ich mir echt gewünscht. Wäre besser gewesen. Ja. Wie kommt man denn da rauf? Kann ich da irgendwie rein und dann nach oben? Es gibt ja so eine Fliegefähigkeit irgendwie. Ja, haben wir halt die noch nicht. Nein. Pass auf, wir können uns jetzt wie bei Zelda aus der Propangasflasche und dem Gabelstapler einen Aufzug bauen. Schön wär's. Ich habe das neue Zelda schon gespielt. Das ist schön. Ja, aber ich, wenn ich jetzt Redakteur wäre... Schau doch mal, ob du hier da ist ein Aufzug mit dem Dings sprechen kannst, mit dem Kollegen da, ob der dir irgendwas sagen kann, der da unten links drin ist. Ob man den fragen kann, wo es zur Front geht. Ja, der ist da aber nicht drin. Der war ja woanders jetzt drin. Doch. Wo wusstest du, dass da keiner drin ist? Da ist immer keiner drin. Da ist nie einer drin. Ja, was mache ich? Also bei der Hochofenkammer meinst du, geht's gar nicht erst rein. Schwarzsteinlabor, Schwarzsteinverarbeitung. So, und ich muss aber in den Steinbruch.
Was sagt denn die Missionsbeschreibung? Marshall schickt Jesse in die Schwarzsteinverarbeitung, um mehr Schwarzsteinprismen zu holen. Bla bla bla. Jesse kehrt zum Wartungssektor zurück. Sie rettet Erish und eine Gruppe Ranger vor einem Zischerangriff. Aber warte mal, Schwarzsteinverarbeitung, das war doch woanders. Ja, aber da waren wir ja schon. So. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ich gehe jetzt nochmal in die Hochofenkammer. Vielleicht gibt es ja da einen Weg. Ja. Man spielt zu viel gleichzeitig. Kann man da auch irgendwie rennen? Ah ja. Some of these workers want to play action hero. Ja, ich zum Beispiel. Bin jetzt schon wieder falsch, oder? Ja, noch ist doch richtig. Jetzt da runter halt. Ach komm. Gefahr, Will Robinson. Oh. Das Spiel gewinnt echt so massiv dadurch, dass das Schießen so Bock macht. Das scheiße wäre. Uiuiui. Da hat er den Kirschkin kanalisiert. Ach so, ja, dann übernehme ich dich halt. Piff. Boah. Erledigt. Das ist so lange gezögert. Damit es mehr Spaß macht. Das so richtig schnalzt. Du wirst ein Schneuzerer. Schade um den Mann. Hat ein exzellentes Blatt gehabt. Guck mal kurz auf die Map. Ob es hier noch. Nö. Vielleicht hätten wir irgendwo das Fliegen kriegen sollen. Da oben rum vielleicht. Kann ich springen? Ja. Ja, ja, aber nicht so weit. Und du kannst vorher auf eine Etage höher kommen. Na, aber so weit kann ich echt nicht springen. Und sich irgendwie Wege bauen, das macht man hier nicht, oder? Da ist eh zu. Mhm. Ja, fuck, wo müssen wir denn hin? Schau mal, ob man unten rum oder so kann. Nein, hier ist der Eingang, das sieht man doch. Achso, nee, warte mal. Kannst du mal kurz die Karte nochmal einblenden? Es gibt keine Taste, dass man irgendwie mehrere Etagen durchschalten kann, oder? Das ist alles. Nee. Also es gibt nur zwei Zugänge. Und ich glaube, das ist der da oben. Ich gehe jetzt mal in den Kontrollraum. Ah. Boah. Wenn ihr beim Control-Bingo mitmacht, habt ihr hoffentlich draufgeschrieben, Daniel drückt die falsche Taste zum Karte zumachen. Und Daniel und Michi wissen nicht, wo es hingeht. Ich dachte, wir hätten das jetzt schon, das Problem gelöst, nachdem wir einfach den Schildern gefolgt sind. Aber wenn es da kein Schild gibt. Hast du ein Schild gesehen, auf dem steht, Schwarzsteine hier abladen? Vielleicht in dem Kontrollraum. Dann geh mal dahin. Wenn es hier etwas höher ist, meinst du? Irgendwie muss ich doch in diesen Zentralbereich von diesem Wartungssektor kommen, oder nicht? Es lebe der Zentralbereich und alle seine Toten. Alle seine Toten. Hast du jetzt eigentlich schon den Pass angeschaut? Nee. Nein. Schau mir gerade die Horrorsendung The Terror. Beide Staffel an. Was ist denn hiermit? Kann ich da hoch? Nee. Blackrock Quarry 3. Ich fahre einfach mit dem Fahrstuhl. Das
muss ich nur noch den Fahrstuhl bekommen. Stimmt, das ist eine Idee. Da kannst du drücken. Ah, fährt einfach mit dem Aufzug. Kommt der? Die Frage ist halt, ob du da den Aufzug überhaupt drücken kannst. Da kommt der. Der war schon im dritten. Dritte Etage, Schwarzstein, Damenunterwäsche, Feinkost. Ja, Mann! Also ich muss sagen, Chapeau. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, diese Folge. Chapeau, das ist schweizisch. Guten Tag, so. Ich hab's mir... Haben wir hier vielleicht die Karte bekommen? Da ist Polaris. So. Und noch ein Checkpoint. So viel Spaß, das Geräusch nachzumachen. Da haben sie extra Mirko und Tobi eingeflogen, dass die das aufnehmen. Die machen das immer, das Geräusch. Schmeiß ihm gleich die Propangasflasche drauf. Und dann übernimm ihn. Entschuldigung, sie haben da was vergessen. Der ist vor allem auch noch Feuerwehrmann. Ja. Da übernehme ich nichts mehr. Ich übernehme höchstens die Verantwortung. Da stecken ja die Stiel wie ein Lord drauf. So, und sie auch nochmal. Und du auch noch. Aha, ein Fliegheini. Ohne Stuhl. Die mit dem ohne Stuhl. Aha. Au! Das muss doch wehtun. Gut. Das wäre die richtige Richtung, oder? Da schaut's gut aus. Black Rock Quarry. Da zischt's doch schon wieder. Also ich weiß nicht, ob das einfach halt dadurch ist, weil Englisch als Fremdsprache dann immer noch irgendwie mysteriöser klingt, aber ich finde immer, zischen klingt so lächerlich. Ja. Das klingt so wie... Also die Bösen auf dem Kinderkanal. Die Zischels. Ja. Yeah. Und da passt es dann aber wieder. Aber nicht zu denen hier. Weil es keine Schlangen sind. Ich frage mich überhaupt, wie man das anders hätte übersetzen können, dass es nicht dumm klingt. Die Hiss. Ja. Oh, ja. Okay. Das war einfach. Ja. Wie wohl Disney das übersetzt hätte? Moana, die flüsternde Seefahrerin. Ich weiß es nicht. Da ist irgendwo die Bundeslade drin. Die Hiss, ein Zischel, Zischer, zischt allein vor sich hin. Unterm Dirndl zischelt's. Oh Gott. Give me shelter. Da zischt's auch. Mhm. Ich glaube, der Film würde dann oder Spiel würde dann jetzt heißen. Jetzt muss ich wieder nach unten. Elevator's broken. Ja, natürlich. Gotta get down the old-fashioned way. A Zischel Story. Jesse kriegt so richtig dicke oder sowas. Oder immer Ärger auf dem Amt oder wer zu spät schießt, der zischt zuerst. Wer zu spät schießt, der zischt zuerst. Die hört schon viel. Ah, das ist einer von den Explodierhanseln. Haha. An irgendwas erinnert mich, dieses Rohrhüpfen. Wo waren das noch? Half-Life? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch gerade überlegt. Ich dachte, das wäre auch in Half-Life 1 gewesen. Das ist so ein Explodierhansel gewesen. Das ist auch in so einer Behörde, geht doch nicht der Fahrstuhl kaputt. Obwohl. Wie lange ist der im Büro jetzt schon kaputt? Der geht schon wieder. Der geht schon wieder. Ich dachte, der sollte erst im Dezember wieder gehen. Ja, in der Zwischenzeit geht er garantiert wieder kaputt. Achso, das haben wir schon mit einberechnet. Ja.
Ah Gott, da ist mir jetzt schon ganz schön viel rot. Ah ne, ich dachte, wir jetzt attackiert hier. Doch immer so Angst. Ja, das ist jetzt halt hier die Die Hard Gedächtnisstelle. Habe ich da diese Delle gerade reingemacht? Ja, ja, das machst du, wenn du da runterfährst. Das ist ja Delle Wahnsinn. Auf, boah, jetzt pass auf. Kann ich da so eine 3-Punkt-Delle reinmachen? Hui! Donk. Boah. Krass. Das ist echt mal geil. Da ist auch schon einer gelandet, oder war ich das? Sind Sie John Wayne oder bin ich das? Das ist immer noch zu hoch, um da direkt. Ach, da kannst du auf den Käfig runterfallen. Nee, da. Weiter links. Da. Da drauf. Ist aber auch ganz schön hoch. Ja, aber das ich springe auf die Pappschachtel und zerquetsche Solid Snake. Snake! Oh, okay. Jetzt ist alles rot und ich greife alle an. Das macht so Spaß. Mann, macht das Spaß. Schnell übernimm den Punkt. Ach, jetzt wird's dann wieder hässlich. Oh Gott, ist das rot. Da biegt's gleich die Antenne aus dem Bild. Tada! So, gibt's hier noch was? Funktioniert das der Aufzug wieder? Scheint so. Wahrscheinlich. Was ist das? So. Ein Generateur. D'automobil. Generateur d'automobil. Uiuiui. Wah! Brutalist Font. Das ist ein Schneiber. Bekannter von mir, der ein bekennender Fan des Brutalismus ist, wie ich übrigens auch. Was ist denn eigentlich der Brutalismus? Brutalismus ist eine Architekturform, die, Da musst du draufschmeißen, dass es schön geht. Schwere, klobige Betongebäude. Gerne in, sag ich mal, Ländern des Warschauer Pakts eingesetzt. Okay. In den... Ein Bekannter von mir, der hat mal gemeint, es ist so schade, dass das immer nur bei so politisch fragwürdigen Gebäuden oder überhaupt bei so Behörden, Ämtern und was weiß ich was, dass man doch eigentlich mal ein Gebäude, wo es so gar nicht dazu passt, einsetzen könnte. Zum Beispiel Kindergarten. Ein brutalistischer Biobauernhof. Hey! Weg mit dir. Comic-Con? Was reden die denn da? Ich hab grad verstanden, weißt du was von Haile Selassie? Sind da schon brutalistische Dreadlock-Dudes auf der Comic-Con. Hätte ich jetzt dem Spiel nicht zugetraut. Wer hat sich verzettelt? Ich frage mich echt, wo das herkommt. Also weißt du, wer den Gelbmotor unterschreibt? Nee, so was die da aufgenommen haben. Ist das irgend so eine Text-to-Speech-Funktion? Keine Ahnung. Weiß nicht genau, wo es hingeht. Schauen wir mal hier. Aber du bist eh gleich dran. Juhu! Ziehe nur die Folge künstlich in die Länge. Irgendwie kommt es mir vor, als ob es heute smoother läuft. Kann das sein? Nö. Also ich habe eben bei dem Kämpfen drauf geguckt. Es ist immer, wenn geschossen wird... Meine Güte, was soll man machen? Weiß auch nicht. Also ich gebe die Schuld eindeutig den Entwicklern, weil alles andere Gears of War zum Beispiel sieht dermaßen gut aus und läuft dermaßen flüssig.
Achso, wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamanttrennscheiben, etwas mit gleichmäßigem Rand, um den sauberen Schnitt zu bekommen, den die Forschungsabteilung will. Aber dieses Schwarzsteinzeugs ist hart. Wir verbrauchen die Trennscheiben in einem Tempo, da kommt man mit dem Austausch gar nicht hinterher. Die Maße für die Schwarzsteinblöcke, die sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den sie mir verursachen, sollten diese verfluchten Brandschneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Verdopple besser die letzte Bestellung. Was war das immer? Die Brandschneisen sind dann quasi Bereiche, die dann sich nicht so verschieben können. Ja. Bevor wir uns verlaufen, gehe ich jetzt nochmal, ich glaube, hier war irgendwo der Eingang. Achso, ich könnte mal auf die Karte glotzen. Genau. Naja. Was du heute kannst besorgen, haben sie gerade gesagt. Was du heute dir kannst borgen, brauchst du morgen nicht besorgen. Gut, mach mal ein Päuschen und dann darf Michi ran. Bis dann. Tschüss.